Ja, bei mir jetzt Tobias Lenz. Erstes Spiel für die SG Hochwald und ein toller Sieg, auch wenn es am Ende noch ein bisschen Ergebniskosmetik gab. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich denke, wir sind gut reingekommen, haben uns was vorgenommen, uns nicht zu verstecken von Anfang an, sondern auch vorne drauf zu gehen. Hat ganz gut geklappt. Natürlich kann man das nicht über 90 Minuten machen. Muss man immer so seine Phasen raussuchen. Aber wir hatten auch echt viele gute Ballgewinne. Dann haben das teilweise gut ausgespielt. Hätten sogar, vor allem in der ersten Halbzeit, hatten wir noch Chance, wenn wir es besser ausspielen, mehr Tore zu machen. Auch ich hatte einen auf dem Fuß, den ich machen muss. Aber insgesamt haben wir schon ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Natürlich hinten raus nur mal knapp geworden. Das war unnötig, sage ich mal. War natürlich, wenn du 4-0 zur Halbzeit führst, ist klar, dass dann der Gegner mit Wut aus der Halbzeit rauskommt. Passiert natürlich dann genau, dass wir direkt ein Gegentor fangen. Sollte nicht passieren, ist dann passiert, aber ja, hat am Ende noch gereicht. Auch wenn es natürlich eigentlich nicht passieren darf, dass du noch 4 Tore kassierst in einer 4-0-Führung zur Halbzeit, dass es am Ende noch knapp wird. Vielleicht kannst du denen, die dich noch nicht so kennen, mal kurz erläutern. Du bist in Emmelshausen Urgestein gewesen, muss man sagen. Was hat dich hier in die Region gebracht? Vielleicht kannst du die Hintergründe etwas erläutern. Ja, meine Freundin kommt hier aus der Region, aus der Saarburger Ecke. Und jetzt war ein guter Moment, sage ich mal, um uns für eine Richtung zu entscheiden. Entweder Richtung Emmelshausen oder hier in der Ecke. Und haben uns halt hierfür entschieden. Und deswegen habe ich Emmelshausen halt nach 14 Jahren verlassen und bin hierher zur SG Hochwald gekommen. Wie sind so die ersten Eindrücke? Ihr seid jetzt so rund 2 Wochen in der Vorbereitung. Was hat die Mannschaft für einen Charakter? Wie fühlst du dich wohl hier? Wie läuft's so? Unabhängig vom Spiel heute. Ich denke, es ist bisher das eingetroffen, was ich erwartet habe. Das war auch schon mein Eindruck. Also wir hatten ja 2 mit 1000 gespielt. Oder einmal hier, einmal 1000. Und da war schon mein Eindruck, dass hier ein guter Zusammenhalt herrscht. Dass die Jungs auch kicken wollen und nicht nur den Ball schlagen wollen. Hat sich bisher bestätigt, es macht Spaß, ich komme gern zum Training, ich komme auch gern zum Spiel, von daher alles gut.